Haben Sie sich jemals gefragt, warum so viele von uns trotz fettarmer Lebensmittel, Diäten oder Sportstudios scheinbar immer dicker werden? Jeden Tag werden wir mit unzähligen Werbeanzeigen und Artikeln überschüttet, die uns sagen, wie man das Fett wieder los wird. Aber wussten Sie, dass unser Körper schon weiß, wie es geht? Beim Essen wandelt unser Körper die Nahrung in Glucose um, einen Einfachzucker, der in unserem Blut transportiert wird. Glucose ist die Hauptnahrung für unsere Zellen, ob Muskelzelle, Hirnzelle oder eine Zelle in unserem Herz. Sie alle brauchen Glucose. Schwimmt Glucose im Blut, produziert unsere Bauchspeicheldrüse das Hormon Insulin. Insulin ist wie ein Pförtner für unsere Zellen. Es lässt die Glucose hinein, damit sie zur Energieversorgung genutzt werden kann. Ohne Insulin ist das nicht möglich. Was, wenn wir mehr essen als nötig? Nun, neben unseren Hirnzellen und Muskelzellen haben wir auch Fettzellen. Unsere Zellen nehmen nie mehr Nahrung auf, als sie brauchen. So wird nicht benötigte überschüssige Glucose in unseren Fettzellen gespeichert und dort in freie Fettsäuren umgewandelt. Ist die Glucose nicht mehr im Blut, sind unsere Zellen versorgt. Und ist der Überschuss in unseren Fettzellen gespeichert, schließt Insulin die Türen zu unseren Zellen wieder und verlässt langsam unseren Körper. Benötigt unser Körper mehr Energie oder Glucose und wir haben gerade nichts zu essen, greift er auf die in den Fettzellen gespeicherten freien Fettsäuren zurück. Die freien Fettsäuren verlassen die Zellen und werden mit dem Blut direkt zu allen anderen Zellen transportiert. Sie brauchen kein Insulin, um in die Zellen zu gelangen, deswegen heißen sie auch freie Fettsäuren. Und genau auf diesen natürlichen Vorgang der Fettspeicherung bei zu viel Glucose und der Fettverbrennung bei zu wenig Glucose ist unser Körper ausgelegt. Und in einer perfekten Welt mit perfekter Ernährung funktioniert auch alles perfekt. Leider leben wir nicht in einer perfekten Welt und die meisten von uns ernähren sich nicht einmal annähernd perfekt. Deshalb profitieren wir nicht sehr oft von diesem natürlichen Prozess. Stattdessen speichern wir zu viel Fett und verbrennen es, wenn überhaupt, eher selten. Schauen wir uns ein typisches, nicht perfektes Frühstück an. Nach dem Aufstehen frühstücken die meisten von uns mit viel Zucker und industriell gefertigten Nahrungsmitteln. Diese Nahrungsmittel gelangen in unserem Körper durch sehr schnelle Umwandlung in Glucose überaus rasch ins Blut. Je mehr Zucker die Nahrung enthält, desto schneller und höher steigt unser Blutzuckerspiegel an. Unsere Bauchspeicheldrüse erkennt den steilen Glucoseanstieg und schüttet genauso schnell Insulin aus. Der Anstieg entspricht dem der Glucose. Das Insulin wirkt wieder als Türöffner zu unseren Zellen. Die Zellen werden versorgt und die überschüssige Glucose in Fettzellen gespeichert. Das alles passiert sehr schnell. Sobald das Insulin da ist, geht der Glucosespiegel im Blut sehr schnell wieder nach unten. Das Insulin verlässt den Körper jedoch viel langsamer. Also, obwohl der Glucosespiegel im Blut sehr schnell wieder heruntergeht, bleibt unser Insulinspiegel hoch. Und das kann ein ernstes Problem sein, da wir nicht auf die freien Fettsäuren in den Fettzellen zurückgreifen können, solange das Insulin noch im Körper ist. Denken Sie daran, freie Fettsäuren gelangen auch ohne Insulin in die Zellen. Aber sie können die Fettzellen erst wieder verlassen, wenn das Insulin weg ist. Unser Körper braucht regelmäßig Nahrung, aber die freien Fettsäuren kommen nicht aus den Fettzellen. So entstehen Heißhunger und Reizbarkeit. Also essen wir. Unser Glucosewert schnellt wieder nach oben. Der Körper schüttet sogar noch mehr Insulin aus. Die Zellen werden wieder versorgt und die überschüssige Glucose in die Fettzellen transportiert. Wegen des noch hohen Insulinspiegels können wir noch immer keine Fettsäuren freisetzen. Deswegen speichern wir immer mehr Fett, aber zehren nicht davon. Ein fortwährender Zyklus beim Mittagessen, dem Nachmittagssnacks, dem Abendessen und so weiter. Wir baden den Körper förmlich in Insulin. Den ganzen Tag und einen Großteil der Nacht. Doch der Teufelskreis kann durchbrochen werden. Mit BIOS Life Slim, einem einfachen, natürlichen Weg zurück zur normalen Fettverbrennung des Körpers. Anstelle des typischen steilen Glucose- und Insulinanstiegs sorgt BIOS Life Slim vor und während des Essens getrunken für eine viel sanftere Ausschüttung dieser Stoffe. Nach ein paar Stunden Fettverbrennung sind wir wieder bereit für unsere nächste Mahlzeit mit BIOS Life Slim und der Zyklus beginnt von vorn. Thank you.
Sie überschüssiges Fett schnell verlieren und Ihren Erfolg mit BioSlive Slim beschleunigen möchten, empfehlen wir 5 einfache Umstellungen, gleich ab heute. Nummer 1. Frühstücken Sie morgens mit viel Proteinen. Sie werden unseren leckeren Shake als Mahlzeitersatz lieben und er bietet alles für ein proteinreiches, kohlenhydratarmes Frühstück. Nummer 2. Essen Sie zu BioSlive Slim 3 gesunde, ausgewogene Mahlzeiten mit mageren Proteinen, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten. Nummer 3. Verteilen Sie Ihre Mahlzeiten richtig. Lassen Sie mindestens 4 Stunden zwischen Frühstück und Mittagessen, dann wieder 4 Stunden bis zum Abendessen und 12 Stunden bis zum Frühstück. So verbrennt Ihr Körper Fett sogar im Schlaf. Nummer 4. Bewegen Sie sich mehr. Sie müssen kein Sportfanatiker werden. Machen Sie einfach jeden Tag ein bisschen mehr. Nummer 5. Essen Sie weniger Süßigkeiten und industriegefertigte Lebensmittel. Meiden Sie besonders Softdrinks und sogenannte Sportgetränke, die voller Zucker sein und eine enorme Insulinausschüttung bewirken können. Also funktioniert BioSlive Slim wirklich und ob. Wenn es bei mir geklappt hat, funktioniert es auch für Sie. BioSlive Slim ist ein Wahnsinnsprodukt. Man fühlt sich besser, wenn man besser aussieht. Slim wird Ihr Leben verändern.